Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem deutschen Feldzug. Was heißt gestern, in der letzten Folge hat uns ja Polen dann in Krieg erklärt, hat uns angegriffen. Haben wir ja sehr gut abgewehrt, haben komplett Polen erobert. Habe ich jetzt leider ein bisschen was Falsches gemacht. Ich bin jetzt leider auf Friedensverhandlungen, also Waffenstillstand eingegangen. Ich wollte ja eigentlich die Provinzen mit unter mein Kommando nehmen, aber leider, wie gesagt, habe aus Versehen Waffenstillstand gemacht. Jetzt ist natürlich klar, Polen gehört weiter in Polen. Meine Männer wurden alle wieder abgezogen, die stehen jetzt hier. Ich habe sie jetzt auf jeden Fall noch verstärkt. Mal schauen, was nach dem Waffenstillstand dann auf jeden Fall hier rauskommt. So, jetzt müssen wir mal schauen. So sind wir ja eigentlich mit den anderen wirklich in Frieden. Ihr seht ja selber, wir haben Rumänien jetzt in unser Bündnis ja dabei. Und Waffenstillstand, okay, mit Finnland haben wir ja auch den Krieg, die haben uns einen Krieg erklärt, aber sind wir momentan auch noch im Waffenstillstand. Gegner, Türkei, Brasilien, ja. Da finde ich jetzt erstmal überhaupt nichts Schlimmes dabei. Wie gesagt, mit den Großmächten möchte ich jetzt erstmal kein Problem haben. Und das haben wir ja momentan jetzt erstmal noch gar nicht. Das passt schon soweit. So, jetzt schauen wir mal hier weiter. Naja, die rüsten jetzt alle hier ihre Einheiten auf hier drüben. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier noch mal gucken, ob wir jetzt hier überall die Proviantlager gebaut haben. Dass wir hier ein bisschen Kosten noch einsparen können. Das haben wir alles gemacht. Ja, da sind sie jetzt überall gebaut. Dann könnten wir in Heidelberg noch das Proviantlager bauen. Und hier auf jeden Fall gleich nur Einheiten aufstellen. Alles hier mal zur Vorsorge ein bisschen, ey. So, da. Ihr seht selber, Frankreich hat hier überhaupt keine Einheiten positioniert. Also es ist schon mal gut. Da müssen wir jetzt hier auf jeden Fall schon mal überhaupt nichts befürchten. Wie lange haben jetzt wir eigentlich den Waffenstillstand? Mit Polen noch. 24 Runden. Ja, da bin ich gespannt, was Polen dann auf jeden Fall macht. Ah, was will Rumänien? Okay, Rumänien wollte ja, dass wir mit ihnen in den Krieg ziehen. Und da habe ich ja gesagt, nee, will ich nicht. Ihr seht selber, die sind mit Frankreich im Krieg, mit was? Kaiserlich Abessinien, mit Iran, mit Finnland und mit Polen. Aber die sollten jetzt lieber mal Polen einen Waffenstillstand schicken, ne? Ja, wo, okay, Polen hat jetzt eh keine Chance mehr, weil die haben eh nicht mehr viel Soldaten, ne? Die meisten, wir haben ja fast alle eigentlich getötet, die werden jetzt zwar schon wieder rekrutieren, aber da müsste Rumänien auf jeden Fall eine Chance jetzt hier gegen Polen haben. So, Proviantlager ist gebaut. Wie lang sind, ist es noch? 32 Runden, wo das eingestellt worden ist, dass wir nicht verbessern können. Mal trotzdem mal. Okay, also mit Rumänien haben wir schon mal einen Nicht-Angriffspakt. So, was haben wir denn hier? Fest ist vorbei. Ja, weil da waren wir jetzt mit dem Krieg jetzt hier mit Polen, waren wir hier oben auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schlecht mit unserer Zufriedenheit von unseren Provinzen. Ne? Aber sind wir jetzt wirklich sehr gut? Sind wir über 80 oder 90% in manchen Teilen? So, das passt auf jeden Fall. Jetzt müssen wir mal schnell hier schauen. Steuern passen, könnte man ein bisschen noch mehr machen. 7400 pro Runde. Forschung lassen wir jetzt erstmal soweit. So, Einheiten werde ich jetzt keine weiter aufstellen. Die reichen, also für Polen reichen sie auf jeden Fall hier. Für Frankreich sind wir ein bisschen... Frankreich ist im Krieg mit Belgien? Ohne Scheiß, Belgien greift Frankreich an. Die haben doch überhaupt keine Chance gegen Frankreich. Wieso greifen die jetzt da unten an? Naja, jetzt könnten wir eigentlich Frankreich ein bisschen helfen und Belgien erobern. Weil ihr seht ja, Belgien hat ja so gut wie überhaupt keine Einheit, ne?
sind mit Polen im Krieg, Vereinigtes Königreich. Ja, das Hauptproblem wäre halt die USA hier. Die sind mit Großbritannien, mit allem sind die im Krieg hier, ey. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Das Einzige, was ich jetzt machen könnte, ich könnte jetzt wirklich Frankreich unterstützen, ne? Und Belgien einnehmen. Die Provinzen hier unten müsste ich halt dann lassen, ne? Also ich will jetzt dann von Frankreich erstmal nichts einnehmen. Dass wir hier auf Belgien rüberziehen. Das wäre, glaube ich, werden wir jetzt auch machen, ne? Belgien, ja, wo, wir sind halt mit denen auch eine freundliche Zivilisation. Nee, wir lassen es jetzt erstmal. Ich will jetzt nicht irgendwie einen sinnlosen Krieg führen. Am Schluss greift uns dann wirklich noch USA oder was an. Das werden wir jetzt wirklich erstmal so lassen, ne? Wir könnten hier... so 13.000 Mann. Nee, komm, die lassen wir auch. Da will ich jetzt auch nicht erstmal weiter aufrüsten, ne? Das wird Frankreich schon selber machen hier mit Belgien hier unten, ne? Und Belgien wird uns sowieso nicht angreifen. Jetzt schauen wir mal hier weiter zu Ungarn. Hier haben wir ja komplett das mit dem Krieg versemmelt. Wir hätten die fast so weit gehabt, dass wir die in unser Bündnis hier mit aufnehmen. Aber der Krieg hat leider alles versemmelt hier. Schambeziehungen verbessern. Was mit Albanien? Ja, Bulgarien müsste... Okay, ihr seht, Bulgarien haben wir auch fast bis zur Hälfte. Dann schauen wir auf jeden Fall, dass wir Bulgarien noch bei uns mit reinbekommen. Türkei, nicht Angriffspakt machen wir jetzt mal. Abgelehnt, ja okay. Aber die müssen ja jetzt erstmal durch Marschrecht hier haben, dass die hier durchkommen. Ich glaube nicht, dass die auf See bis zu mir hier rüberfahren mit ihren Soldaten. Also das glaube ich jetzt schon mal überhaupt nicht. So, dann werden wir mal in unserem Land hier weiterbauen. Werkstatt Stufe 2. Werkstatt Stufe 2. Das haben wir hier in Chemnitz. Ja, dann machen wir hier auch noch Werkstatt. Schauen wir mal, dass wir Werkstatt erstmal auf Stufe 2 hier machen. So, 10.000. Dann müssten, naja, dann könnten wir jetzt nur noch eine normale Werkstatt bauen. Wo haben wir denn noch eine offen? Hier. Ah, Frankreich nutzt das Durchmarschrecht hier. Ja, ihr seht, die haben Belgien komplett wieder... Wow, die haben Belgien erobert. Ha, Frankreich hat Belgien komplett erobert. Der Wahnsinn. Was haben wir hier? Werkstatt gebaut. Venezuela. An 9. Technologiepunkt. Militärunterhalt. Das machen wir alles auf Militärunterhalt. Das ist ja schon mal klar. Italien ist dem Krieg beigetreten. Gegen Jugoslawien, gegen Litauen. Warum gehen die jetzt gegen Jugoslawien vor, Leute? Ihr müsst doch jetzt noch gar keinen Krieg führen da unten, ne? Gegen Litauen. Mit wem sind die jetzt alles im Krieg, ey? Mit Spanien, mit Finnland, Schweden, Albanien, Rumänien, Italien. Ja, okay. Ziehen wir halt mal hier in den Krieg mit ein. Wir dürften ja eh nicht so viel haben hier. Jetzt machen wir mal 2000. Hier den Rest. Die anderen lassen wir jetzt mal hier unten stehen. So viele Leute dürften die ja oben gar nicht haben. Müssen wir ja Litauen eigentlich klar haben hier. Oh, wow, wow, wow. Da haben wir jetzt einiges verloren. Da haben wir jetzt einiges verloren, ey. Ne, machen wir trotzdem erstmal 500 Mann hier hin.
100 Mann hier rüber und 100 Mann hier rüber. Schauen wir mal, wie viele Leute... Okay, die haben keine mehr. Naja, dann haben wir es erobert. Litauen ist erobert. Litauen. Italien. Ja. Werden wir jetzt mal senden, ne? Mal schauen, was sie dazu sagen, ey. So, jetzt müssen wir hier auf jeden Fall wieder unsere Einheiten aufrüsten, ne? Machen wir Wagler voll. Haben wir hier wieder um die 3000 Mann stehen? Ja, das passt soweit. Jetzt mal schauen, wo Frankreich eigentlich hin will. Italien reist weit rum. Okay, die französischen Einheiten sind wieder bestimmt in ihr Land zurück. Ich sehe jetzt hier keine mehr auf der Karte. Na, ich gehe jetzt mal davon aus. Beziehungen verbessern. So, Ungarn ist auch schlecht gelaunt. Warum ist das jetzt wieder so in den Keller gegangen hier? Nicht-Angriffspakt mit Finnland. Ich hoffe, die gehen drauf ein. Ja, die gehen drauf ein. So, warum ist jetzt Bulgarien so schlecht auf... Ah, jetzt sind sie wieder da. Okay, das passt schon mal. Keine Ahnung, was jetzt hier gerade war. Können auf jeden Fall mit Ungarn jetzt wieder verbessern. Das ist schon mal gut. So, jetzt müssen wir mal schnell schauen hier. Litauen, Brasilien. Frankreich gegen Belgien. Waffenstillstand. Okay, Belgien wird sie jetzt davon sowieso nicht mehr fangen, bestimmt. Glaube ich jetzt erstmal überhaupt nicht. So, unser hier müssen wir unser Proviantlager gebaut haben. Ja, das ist gebaut. Na, ihr seht ja unsere Zufriedenheit, die ist ja jetzt wirklich top überall. Ja, sind wir eigentlich immer über 80%. Weit über 80%. Also da kann man schon mal nicht meckern. So, dann machen wir Bibliotheken. Werkstatt Stufe 2. Bibliothek. Wie viel Geld haben wir noch? 10.000. Werden wir noch die Farm dazu bauen. So, die zwei Farmen sind errichtet. Bibliotheken sind errichtet und die Werkstatt. Eine Beleidigung von Finnland. Ja, was wollt ihr denn immer von mir, ey? Schaut's mit euch hier aus? Ja, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir die alle in unser Bündnis hier mit reinbekommen. Was ist mit euch hier? Eine Beleidigung von Finnland, ey. Achso, da haben wir ja keine Punkte dazu. Handelsangebot mit Bulgarien. Gegen Finnland. Können wir annehmen. So, der Waffenstillstand mit Polen ist ausgelaufen. Jetzt schauen wir mal, was sie hier machen. Wollen sie nochmal einen Krieg führen mit uns oder nicht? Sowjetunion, zu Italien.
Fordert Provinz, na. Schauen wir mal. Schauen wir mal hier. Ah, wir haben die Punkte dazu gar nicht. Da brauchen wir 2,4 Punkte. Scheiße. Militärunterhalt. Okay, ich mache jetzt mal bis 20 oder was. Also den nächsten Punkt werde ich jetzt noch zum Militärunterhalt dazugeben. Und dann werden wir jetzt auf jeden Fall mal in Steuern, Produktion und Forschung dann die nächsten Punkte eingehen. Wie gesagt, jetzt geht es ja momentan mit unserem Militärunterhalt noch. Wir kriegen ja auch wieder fast 10.000 pro Runde. Also das kann man jetzt verkraften. Mehr Einheiten werde ich jetzt sowieso nicht bauen. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir Punkte hochbekommen. Dass wir hier ein bisschen Provinzen an uns abtreten, hier die Polen. So, jetzt schauen wir mal hier rüber. Die haben den Angriffspakt akzeptiert. Beziehungen verbessern. Okay, da werden wir jetzt nicht weit mit unseren Punkten hier kommen. 2,4 brauchen wir. 1,1 haben wir erst. Handelsangebot mit Lettland. Was wollen die? Gold gegen Polen, ja. Tja, die Polen greifen wieder an. Die haben also da draußen überhaupt nicht gelernt. Boah. Hey. Jetzt sind wir mit Danzig auch im Krieg. Na, okay. Von mir aus, wenn ihr wollt. Die haben ja jetzt... mit Luxemburg sind sie im Krieg. Okay. Dann können wir Danzig auf jeden Fall mit angreifen hier oben. Ne? Brauchen wir auf jeden Fall mehr Leute, ey. So. Polen, ihr wollt sie ja nur so haben. Ihr wollt es ja so. 2.500 Mann. Ah, wir ziehen glaube ich alle noch. Sicher ist sicher. Wir haben aber trotzdem jetzt wieder schön aufgerüstet, ey. Ja. Aber die wollen es ja von selber so. Die wollen es von selber so. Die lassen wir jetzt mal hier stehen. Schauen wir mal, was rauskommt. Mit 7.000 Mann. Boah. 6.000 Mann haben wir verloren, ey. Ja, ich denke mal... Ah ja, okay. Danzig greift hier oben mit an. Das werde jetzt die Hauptmacht von Polen gewesen sein. Ich glaube, dass die mehr Männer auch sowieso nicht mehr haben. Greifen die wieder an, ey. Das kann doch nicht sein. Frag mich, was das soll. Ah, wir haben keine Punkte mehr. Oh, ne, 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 ne. Scheiße. Ah, keine Punkte dazu. So, Danzig, dann müsst ihr jetzt mal dran glauben, ne? 300 Mann hier. Ja, da zur Absicherung ein paar hin. So, dann ziehen wir mal hier weiter. Machen wir jetzt mal 600 hier hin und den Rest machen wir hier auf Danzig rein. Na. Muss mal das mal erobern. Sollen wir mal hier unten schauen. Da werden wir wieder splitten, halb-halb. So, hier werden wir auch aufteilen. So, das. Dann schauen wir mal hier oben durch. Da werden wir jetzt extrem aufteilen hier. So, dann ziehen wir die mit runter. 1000. Das reicht eigentlich. 600, jetzt werden wir mal die ganzen Provinzen hier hinten einnehmen. Da
Da dürften ja eigentlich eh nicht mehr viel stehen. So, 1500 Mann haben wir noch. Die ziehen wir jetzt komplett hier hin. So, was... Ah, die da oben habe ich natürlich total übersehen. Ja, das haben wir gut durch. Das haben wir auch durch. Warschau ist erobert. Oh, leck, da haben sie noch 3000 Mann stehen. Na, werde ich jetzt Warschau auf jeden Fall wieder verlieren, bestimmt. Ja. Der Angriff ging in die Hose, ey. Ah, wir konnten Warschau halten, ne? Okay, weil er jetzt einen Fehler gemacht hat, weil der seine Einheiten hier aufsplittet. Hätte er jetzt mit der ganzen Armee in Warschau angegriffen, hätte er Warschau auf jeden Fall zurückerobert. So. Ah, das wird nichts her mit dir. Ja, jetzt hat er auf jeden Fall bald wieder keine Einheiten mehr. So, die Provinz noch. Dann haben wir den Teil da hinten jetzt wieder alles erobert. Hey, du hast doch eh fast keine Einheiten mehr. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier wieder vorankommen, ey. 800 Mann dahin. 900 Mann dahin. 700 Mann dahin. 600 Mann da, das reicht. Naja, dass jetzt ihr Danzig mit Krieg anzieht. Was macht man jetzt hier? Die da unten müssen wir schauen. Ja, müssen wir hier aufsplitten, dass er hier weiter erobert. Da noch ein Teil. Da ein Teil. Den anderen Teil ziehen wir hier rein. So, dann haben wir das, das, das. Die ziehen wir jetzt mal da rein, aber nur die Hälfte. Da die Hälfte. So, das, das, das wird alles zurückerobert jetzt. Dann bleibt nur noch das Feld hier unten, ne? Halb, halb. Auch halb, halb. So, jetzt lassen wir das erstmal ablaufen hier. Du hast doch keine Einheiten, ey. Was willst du da nur kämpfen jetzt? Na, der opfert jetzt halt seine ganzen Soldaten hier. Für nix und wieder nix. So, hier haben wir ihn jetzt vernichtet. Da hinten dürften ja auch nicht mehr so viele Einheiten jetzt für ihn stehen. Ja, jetzt haben wir jede Menge Soldaten hier stationiert. So, ihr geht dahin. Ihr geht dahin. Ihr da. So, dann haben wir ja Polen schon wieder erobert. Haben wir Polen schon wieder erobert. Zwei noch und... So, da haben wir es doch. Polen ist zurückerobert. Friedensangebot. Mit Finnland. Jetzt wollen sie uns ein Friedensangebot machen. Ja, können wir auf jeden Fall eingehen. Warum soll ich jetzt mit Finnland hier einen Krieg anfangen? Brauchen wir ja gar nicht. Lettland hat erst Durchmarschrecht. Ich werde auf jeden Fall jetzt meine Einheiten von hier oben abziehen. So. Freundliche Zivilisation Griechenland. Freistaat Danzig.
Danzig, so. Jetzt gebt ihr mal hier die Provinz hier ab. Forderung Sendner. Jo, haben sie mir übertragen. Das ist schon mal gut. Bleibt denen eh keine andere Wahl über. So, ein Technologiepunkt. Aber sagen wir hier, niedrige Stabilität Provinzen. Ja, okay. Die müssen wir auf jeden Fall wieder integrieren jetzt. Jetzt müssen wir erstmal. So, da haben wir ja gesagt, machen wir 20 Punkte auf unser Militärunterhalt. Das haben wir jetzt durch. Integrieren. Integrieren. Hier lassen wir jetzt auf jeden Fall die Einheiten stehen. Da haben wir keine niedrige Stabilisation, also die können wir so lassen, ne? Komm, wir könnten jetzt mal plündern machen. Mal ein bisschen was dazu bekommen. Aber wie gesagt, viel ist ja das Plündern eh mal nicht, was wir hier bekommen. Ja, seht ihr selber, 160 Goldstücke nur. So, Frieden anbieten. Na, schauen wir mal. Wegen Provinzen, ne? Okay, 101 Punkte haben wir zur Ausgabe. Das ist natürlich viel. 41 noch. Sechs, also drei können wir noch dazu nehmen. Dann nehmen wir mal das hier. So, die Punkte haben wir aufgebraucht. Die habt ihr hier drüben gesehen. Forderung senden, da müssen sie ja drauf eingehen. Die plündern weiter. Zeitalter. So. Schauen wir mal hier runter, was jetzt mit Ungarn und so weiter ist. Beziehungen verbessern. Das passt auf jeden Fall schon mal soweit alles. Dänemark, Schweden. Ach, können wir nicht. Ach so, weil wir keine Punkte mehr haben. So, was haben wir hier jetzt alles? Dänemark passt, passt, passt. Stabilität haben wir ja noch. Mal schauen, dass wir Stabilität reinbekommen, ey. Ach, keine Punkte. Wir brauchen Punkte, Leute. Ja, ich weiß schon, Stabilität. Wir haben aber jetzt erst Punkte gebraucht. Bestätigen. 0,6. Okay, einmal können wir noch. Jetzt brauchen wir weiterhin Punkte. Integrieren. Punkte, Punkte, Punkte integrieren. So, haben wir auch. Wo haben wir denn noch? Ah, keine Punkte mehr. Bestätigen. So. Okay, ein paar Ortschaften haben wir noch. Bestätigen. Technologiepunkt. So, also unser 20 haben wir beim Militärunterhalt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal auf Forschung bis 10 erstmal. Integrieren, da sind wir dabei. Bestätigen. So, vier Provinzen hätten wir noch.
Okay, das Durchmarschrecht mit Bulgarien wird auslaufen. Das stört uns aber nicht. Das stört uns aber nicht. So, jetzt könnten wir auf jeden Fall alle hier mal integrieren. Die Punkte haben wir noch. So, jetzt haben wir alle durch. Eine Beleidigung von Portugal. Ja, von mir aus, Leute. Verbessern. Verbessern, verbessern, verbessern. So, Finnland hat uns ja den Frieden angeboten. Versuchen wir mal, dass wir hier noch verbessern. Bündnis anbieten. So, die kriegen wir einfach nicht bis zur Mitte hoch, ey. Warum denn nicht? So, schaut so eigentlich relativ gut aus bei uns. Ihr seht selber, halb Polen gehört jetzt zu uns dazu. Das Einzige, was wir jetzt noch machen könnten, dass wir wirklich in den Städten, wo wir viele Einheiten haben, Proviantlager errichten. Ne? Dass wir so auf jeden Fall unsere Kosten weiter runter senken. Ne? Italien ist dem Krieg beigetreten. Ja, gegen wen denn schon wieder? Die sind doch jetzt nicht tatsächlich mit Frankreich im Krieg, oder? Iran, Litauen, Österreich. Die sind mit allen im Krieg, Alter. Was machen denn die? Was wollen jetzt die hier drüben für einen Krieg führen, Leute? Erklärt's mir das mal. Da dreh ich nicht den Krieg dabei. Was will ich jetzt hier? So. Wir haben jetzt erstmal Polen und alles erobert. Da werde ich nicht schon wieder jetzt irgendeinen Krieg hier führen. So, jetzt müssen wir mal schauen, was wir jetzt hier unsere Stadt. Wir könnten jetzt sonst hier mal hier unten noch einen Wachturm bauen. Und bauen hier mal einen Wachturm. Einen Wachturm. Da sind keine Einheiten. In Österreich sind auch keine. So, Wachturm gebaut. Proviantlager ist gebaut. Da nicht Angriffspakt. Machen wir weiter. Jetzt ist Rumänien auch gegen Venezuela. Ja, okay, die sind jetzt im Krieg mit Italien und Rumänien nur. Befreundete Zivilisation ist Frankreich. Ja, die sind aber auch wirklich mit allen hier im Krieg, vor allem auch mit USA, ey. Nee. Mich werde jetzt erstmal nicht zum Krieg da bekommen. Venezuela lasse ich wirklich jetzt erstmal in Ruhe. Wir haben jetzt erstmal genug hier eingenommen. So, jetzt wollen wir mal schauen, wo zieht denn Italien überall rum hier, ey. Die werden doch jetzt nicht wirklich auf Venezuela hintermarschieren, ey. Bestimmt. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Oh, Ungarn ist fast bei der Mitte. Aber bis jetzt sind wir wenigstens mit den Großmächten noch sehr gut befreundet. Also da muss man jetzt wirklich noch keine Angst haben. Bis jetzt, glaube ich, läuft es auf jeden Fall besser wie in den letzten Folgen, wo wir das erste Mal das angefangen haben. Mit Lettland ist Durchmarschrecht, ja. So haben wir keine Punkte dafür. 0-2.
Wir haben kein Durchmarschrecht mehr durch Lettland. Die werden uns ja sowieso nicht hier einen Krieg erklären, weil die habt ihr gesehen, wir haben ja Lettland schon mal besiegt. Dann wird man sie auf jeden Fall wieder schaffen. So, also hier haben wir alle aufgebaut. Wir haben wieder 12.000 pro Runde. Also, jetzt muss ich sagen, läuft es wirklich gut. Ihr seht, was wir Einheiten stationiert haben. Und wir haben wirklich einen super Verdienst wieder pro Runde, 12.000. Was will man eigentlich mehr? Wir werden jetzt hier oben noch das Proviantlager bauen. Hier haben wir sie eigentlich soweit überall. Da unten haben wir es auch überall. Ja, dann passt es erstmal. Die haben akzeptiert. Was bleibt denen ja auch anders übrig? Schauen wir mal hier runter nochmal. Bündnis, ihr kommt nicht über die Mitte. Ach, keine Punkte. Kriegen wir 0,5? Ja. So. So, Leute, das war's für heute. Also ihr seht, wir haben jetzt Polen ohne jegliche Probleme ein zweites Mal geschlagen. Sind mir die Großmächten jetzt eigentlich so relativ gut, wo man jetzt eigentlich nicht befürchten muss, dass wir jetzt irgendwo einen Krieg oder was in nächster Zeit haben werden. Halt, Diplomatie. Ja, jetzt auf jeden Fall, ich werde jetzt erstmal keinen Krieg führen und wie gesagt, gegen Venezuela und so weiter. Soll doch Italien und Rumänien von mir aus alleine kämpfen, das ist mir eigentlich relativ egal. Wir haben jetzt unser Land jetzt erstmal weiter ausgebaut, sind jetzt erstmal auf der sicheren Seite, werden so auch erstmal weitermachen. Wie gesagt, wenn uns einer in Krieg erklärt, okay, wir werden versuchen, dass wir den zurückschlagen, Mann, haben wir ja momentan jetzt auch genug dafür. Und dann werden wir erstmal hier drüben das mal ein bisschen stärken noch, damit wir auch dann mehr Werkstätten und so weiter bauen. Wir müssen halt trotzdem schauen, aber wenn wir jetzt 12.000 pro Runde bekommen, irgendwann wird es ja auch nicht mehr reichen. Und wie gesagt, da müssen wir dann schauen, dass wir hier Werkstätten und so noch bauen. Was kosten das? Oh, die sind aber auch schon recht teuer jetzt hier drüben. Wie gesagt, Werkstätten und Bibliotheken und das Zeug werden wir jetzt hier auf den polnischen Gebieten, die wir hier erobert haben, bauen. Okay, wir haben keine Punkte mehr. So, dann haben wir das jetzt alles ausgegeben an unsere Punkte. Jetzt werde ich auf jeden Fall schon mal auf Speichern drücken, damit es in der nächsten Runde speichert. Dann werden wir gleich beenden hier. Speichern. Gespeichert. So. Wir haben noch einen neuen Technologiepunkt. Den gebe ich aber erst in der nächsten Folge aus. So, ihr seht, wir sind bei Runde 222. Also wir haben wirklich jetzt sehr, sehr gut durchgehalten bis jetzt. Und sind mit unserem Geld nicht im Minus. Also wir kommen auch weiterhin schön ins Plus. Das versuchen wir auf jeden Fall zu halten. Ne? Und was wir auf jeden Fall jetzt wirklich bald versuchen ist, dass wir jetzt Ungarn in unser Bündnis hier mit reinbekommen. Also wie gesagt, wir kommen jetzt irgendwie nicht weiter. Wir stehen immer noch kurz vor der Mitte. Und mit Bulgarien müssen wir halt auch schauen, dass wir die über die Mitte bekommen. Dass wir auf jeden Fall die zwei als Verbündete dazu bekommen, weil da hat man es dann im Krieg auch leichter. Ich hoffe natürlich, dass die uns dann helfen werden, wenn ich die jetzt immer sitzen lassen habe. Aber wie gesagt, die führen mir hier sinnlose Kriege, wo ich jetzt sagen muss, nee, will ich jetzt erstmal noch nicht haben. So Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video auch immer noch gefallen, genauso wie die anderen. Dann bitte Daumen nach oben. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's es gut. Tschüss.